Unerwarteter Express und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Train Sim World 3 der Danny Spitters. Heute mal wieder ein Szenario aus der Zentralschweiz. Willkommen zu Sie. Sie sind im Abend RE mit einem Rabe 523 mit einem eingeschränkten von Hals nach Sousse nach Luzern eingezugeteilt. Dieser Zug muss im Abstellgleis nach Sousse eine andere Einheit gekuppelt werden. Wegen Gleisarbeiten endet die Fahrt bereits in Luzern. Ja, würde ich sagen. Rüsten wir unseren Zug überhaupt erstmal auf hier. Überhaupt vorwärts kommen. Wie ging das denn jetzt nochmal wieder hier? Das ist doch eine. Ja, wir müssen ja jetzt, genau, jetzt können wir den nach vorne fliegen. Genau, so war es. Immer jetzt haben wir auch Lichter an, jetzt können wir auch aufschalten. Der Spaß, genau. Dann lösen wir die Bremse. Die müssen wir ein bisschen tiefer setzen. So, dann können wir loslegen. Wie gesagt, ich musste mich jetzt erstmal wieder ein klein wenig dran gewöhnen, also dran so, dann vorne müssen wir auf jeden Fall anhalten. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal, glaube ich, über das rote Signal gefahren bin. Weil ich einfach zu spät gebremst habe. Dann war das Szenario nämlich schon vorbei. Fahren wir hier mal ein bisschen langsamer an die ganze Sache ran, da passiert auch nichts. Ja, wobei, wir haben noch 30 Meter bis zum roten Signal. Das sollte eigentlich hinhauen. Es passt. So, es soll mit dem Fahrdienstleiter kontaktieren. Das tun wir natürlich, so wie es soll, hier per mittels Telefon. Und der sagt mir, fahr mit reduzierter Geschwindigkeit. Dann tun wir das natürlich. Das heißt, wir lösen wieder die Bremse. Lösen, nicht anziehen. So, jetzt weiter. Gesagt, wir brauchen jetzt auch nicht irgendwie groß beschleunigen, weil ihr seht, 130 Meter ist E30, von daher sparen wir uns das Ganze. Fahren jetzt schön genüsslich an die vier Waggons ran. So, da vorne sind sie schon. Haben wir langsamer werden hier. Wollen da nicht so ransausen. So.
stehen bleiben, nicht sofort dran fahren. Glaube ich, so kenne ich das zumindest. So, das heißt, wir schauen uns das Ganze nämlich von draußen an. Und zwar. So. So, wir lösen die Bremse. Nochmal schön geschmeidig an die andere Einheit. Ja. Ein bisschen. Zack. Wunderbar. Der Kupplungsvorgang hat wunderbar geklappt, würde ich sagen. So, sollen wir das Ganze abrüsten? Das heißt, wir machen hier auf neutral. Dann zack. Leistungsregler ist auf 0. Dann machen wir. Genau. Jetzt müsste es eigentlich soweit. Aber hier noch das Licht aus, glaube ich. Nehmen das mal an. Doch, dann stehen wir auf, gehen in den anderen Führerstand. Laufen hier einmal quer durch den Zug. Natürlich noch keine Fahrgäste drin, logisch. Wenn jetzt gleich am Bahnsteig ist abgeholt. Laufen wir hier schön durch den Flirt. Durch die Tür zu. Dann setzen wir uns auf den anderen Führerstand. Fahrersitz. So, dann rüsten wir den hier natürlich wieder komplett auf. Erstmal Licht an, aber hier Licht an. Das machen wir an. Dann machen wir natürlich wieder die Geschwindigkeitsvorwelle auf 30, damit das nicht zu schnell wird. Machen natürlich noch den ganz vorwärts. Da würde ich sagen, sind wir soweit? Haben wir vorne Spitzenlichter an? Das haben wir, wunderbar, dann können wir abfahren. Lösen die Bremse, beziehungsweise sind gar nicht angezogen, dann können wir auf loslegen. Oder? Sollten vielleicht die Bremse auch mal lösen hier, können wir losfahren. So, auf geht's. Machen wir noch rot oder? Ist doch rot oder nicht? Ist kein rotes Signal. Bevor ich jetzt drüber fahre, wir bedürfen. Okay, dann ne, sieht rot aus. Ah ja, kann mich auch täuschen. Fahren wir mal. Okay, kein rotes Signal. Alles klar. Sah auf jeden Fall so aus, von daher war ich da lieber ein bisschen vorsichtiger. Man weiß ja nie bei dem Spiel hier. Das ist übrigens eins der letzten Videos vom TSW 3, weil nächste Woche Freitag gibt es ja für alle, die im Presale zugegriffen haben, TSW 4 zu spielen. Und selbstverständlich gibt es da auch ein Video zu von mir zur Premiere von TSW 4, ist ja ganz klar. Freut euch drauf, nächste Woche Freitag. TSW 4 hier exklusiv auf meinem Kanal. Ich hoffe ja, dass der Zugriff relativ früh stattfindet, also nicht irgendwie 17, 18 Uhr oder so, sondern schon zeitig. Das wäre auf jeden Fall klasse. Ich habe nächste Woche Freitag auch Urlaub und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, euch dann TSW 4 zu präsentieren. Dann sollte ich mal ein bisschen langsamer werden. Dann habe ich gleich ein Problem zum roten Signal. So, wir sind ein bisschen spät dran, aber das ist dann halt so. Mit 3 Minuten Verzögerung, aber dem ist dann halt so. Kann man jetzt auch nichts weiter machen. So.
So, dann öffnen wir die Türen. Schauen uns hier mal so ein bisschen um. Unsere Doppeleinheit. So, da steht's. Emmenbrücke. Das ist jetzt so ein Folgezug, aber ich werde jetzt mal kurz abwarten. Minuten Verspätung. Halleluja. Rothenburg-Emmenbrücke, das sind unsere Ziele. Sagen, sind wir abfahrbereit? Schließen die Türen. Lösen die Bremse. Auf geht's. Nächste Station, Sempach. Schön. Ah ja, unser Freund ist wieder da. Ihr seht's. Der Virus hat wieder zugeschlagen. Perfekt. Wunderschön, klasse. Sempach, Rothenburg, Emmenbrücke. Gut, wir haben einiges zu tun. Ich bin mal gespannt, wie das abläuft. Oh, wir sollten mal langsamer werden hier, um Gottes Willen. Jetzt, und ein gelbes Vorsignal. Das heißt, das rote Signal wird dann wahrscheinlich am Bahnhof sein. Wo wir auch gleich sind.
bisschen mehr bremsen. Schon in Sempach sind, jede Minute. Wie gesagt, wir sind leider etwas verzögert unterwegs. Das hat sicherlich mit dem Kuppeln im den Abstellgleis zu tun. So, da wären wir. Sempach. Gleis 1, Sektor C. Ah ja. Schöne Häuser hier. Ah, schicker Wohnwagen, leicht verdreckt, aber sonst sehr schön. Wirklich schicke Hütten hier, muss man wirklich sagen. Also ja, doch, gefällt mir. Hier noch ein paar Lieferwagen. Scheint eine Firma zu sein. Hier steht ein Stablampe. Einige Holzpaletten, Europaletten wahrscheinlich, oder? Ja, nee, das sind Einwegpaletten. Das sind keine Europaletten, das sind alles Einwegpaletten. Was hat da hier stehen? Ey, was war das denn? Wir können die Tür verriegeln. Sieht aber aus wie alles Einwegpaletten. So, lösen die Bremse. Auf geht's. Nächste Station, Rotenburg. Der einzige Nachteil in diesem Zug ist wirklich, dass es irgendwie immer dunkel aussieht, wenn man hier im Führerstand sitzt. Egal, ob es draußen taghell ist. Wenn man hier in diesem Führerstand sitzt, sieht es immer irgendwie aus, als ob es am Dämmern ist oder irgendwie so. Also wirklich gut, jetzt haben wir auch schon 10 vor 6 im Spiel. Es wird auch langsam dunkel, aber ich habe das Gefühl, irgendwie sieht das immer dunkel aus. Das ist nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich für meinen Geschmack finde das ziemlich dunkel, wenn man so von dem Führerstand aus nach draußen blickt. Also man sieht die Gleise kaum, das ist schon irgendwie komisch.
Fallschirmspflicht an? Buckel hier irgendwie. So, da sind wir gleich in Rotenburg. 17:48 sollte man da sein, das haut nicht ganz hin. Schade, dass man mit dem Zug nicht auf deutsche Strecken fahren kann. Das wäre geil. Schade, dass hier so wenig KI-Verkehr ist. So, das wäre Rotenburg. Wunderbar. Auch den hätten wir erreicht. So, soll das hier sein? Könnt ihr mir sagen, was das hier sein soll? Ich weiß es leider nicht. Wozu ist das gut? Könnt ihr mich da aufklären? Ich kenne das nicht. Vielleicht um seine Gepäckteile da unterzustellen, wenn man hier im Regen warten muss, damit die nicht nass werden. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Oder man setzt sich da rein, damit man nicht nass wird, oder ich weiß es nicht. Könnt ihr mich da aufklären? Das wäre echt super. Also ich weiß es leider nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, wozu die Teile da sind. Oder das Teil, wie auch immer. So, wir auf jeden Fall haben Ausfahrt. Und zwar nächste Station, Emmenbrücke. So, gleich 90. Nutze das jetzt noch ein bisschen aus mit 110 und dann. Gleich runter auf 90. Und zwar jetzt. Das hätten wir auch.
sondern soll man gleich den Führerstand abrüsten, wechseln, so wie ich das da gelesen habe. Ja. Das heißt, wir fahren dann wahrscheinlich wieder in die andere Richtung. Wunderschön, wunderschön. Was ich auch noch als schöne Strecke empfinden würde, Basel. Basel-Freiburg zum Beispiel, das wäre noch schön. Oder Basel, ja, einfach von Basel Richtung nordwärts. Also Schweiz praktisch, nicht Basel-SBB, sondern wirklich Basel und dann wirklich hoch Richtung Deutschland, also von der Schweiz. Über die Grenze nach Deutschland, Freiburg, Karlsruhe und so weiter. Also das wäre schon nice, wenn es das noch geben würde. Ich meine, Zentralschweiz ist ja schon geil, keine Frage. Aber Basel wäre auf jeden Fall schick. Sonst müssen wir mal ein bisschen langsamer werden. Gottes Willen. Komm, stopp, 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 stopp. Fahrdienstleiter, lassen Sie die alle Fahrgäste aussteigen und bringen Sie den Zug zum nächstgelegenen Depot, um den Tag zu beenden. Gut, das machen wir. Heilige Maria, Mutter Gottes! 4 Meter bis zum roten Signal. 4 Meter! Ganz ruhig. So. Ach Gott. Ja, wir sind ja Doppeltraktion. Ja, ich weiß. Ah.
jetzt kaputt. Nicht alles schön zu ihr? Haben wir noch eine Streckenkarte hinzugefügt? Das ist doch sehr schön. Haben wir hier irgendwas verkehrt gemacht? Ist gelöst. Der ist neutral. Erledigt hier. Ach, lass mich doch durch, Leute. Meine Güte. Wieso sind die Bremsen noch angezogen? Ich will nicht den Leistungsregler, mein Gott, ich will den scheiß Generalschlüssel. Was läuft denn hier ab? Wieso kriege ich den Generalschlüssel nicht mehr? Oh nee, ey, sag bloß, ich krieg die Bremse nicht mehr zurück. Ey. Ich krieg einen Hammer, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Was ist denn jetzt kaputt? Boah, das hasse ich ja bei dem Zug, ne? Wenn du die Scheiß... Boah, das kann doch nicht sein, ey. Sorry, aber das kann nicht sein. Das muss ja irgendwie zu lösen sein.
machen wir mal eben Folgendes. Vielleicht geht das ja. Vielleicht haut das ja hin. Wisst ihr was, da machen wir es anders. Da machen wir es einfach anders. Die Schnauze so voll, ganz ehrlich, es reicht. Das macht keinen Spaß. Boah, ich drehe ab. Ey. Kann doch nicht sein, wieso? Nee, ich habe keinen Bock mehr. Sorry, aber das macht keinen Spaß. Absolut nicht. Ist echt, das macht keinen Spaß mehr. Sehen, wie die scheiß Bremse hier lösen können. Gibt's doch gar nicht. So.
keine Chance. Ihr seht selber, ich kann machen, was ich will. Es funktioniert nichts mehr. Das war's. Machen, was ich will. Das war's. Sorry Leute, ich hätte es gern zu Ende gemacht, aber ihr seht es ja selber. Es geht nicht mehr. Sorry, ich muss das Video leider an dieser Stelle beenden. Ihr seht selber, ich kann den Zug nicht mehr bewegen. Die Bremsen lösen sich nicht mehr, warum auch immer. Wieder mal ein Bug, den ich entdeckt habe anscheinend. Schade, schade, schade. Ich hätte den Zug gerne noch abgestellt. Aber ja, was soll ich machen, ne? Wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer Der Dinge spielt das. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Bye, bye.